Wenn Engstellen im Harnleiter vorliegen, kommt es dazu, dass der Urin schlechter abfließen kann. Die Harnleiterstruktur stellt eine Engstelle des Harnleiters dar, also der Struktur, die Niere und Blase verbindet. Wenn Engstellen im Harnleiter vorliegen, kommt es dazu, dass der Urin schlechter abfließen kann. Und mittel- und langfristig kommt es dazu, dass die Niere Schaden nimmt. Für Harnleiterstrukturen kommen verschiedene Dinge in Frage. Es gibt einmal angeborene Engstellen des Harnleiters. Neben diesen angeborenen Engstellen sehen wir häufig Strukturen, die bedingt sind durch ärztliche Eingriffe, also ob endoskopisch oder auch bauchchirurgisch. Daneben sehen wir Harnleiterstrukturen als Folge der Bestrahlungstherapie im Bauchraum oder auch als Folge multipler Harnsteine, die immer wieder über den Harnleiter abgehen und den Harnleiter mittelfristig so verletzen können. Einmal besteht die Möglichkeit, die Strukturen per Doppel-J-Schiene, also mit einem inneren Röhrchen im Prinzip, zu überbrücken. Das ist eine Therapie, die wir eher Patienten empfehlen, die schon älter oder kränker sind, während bei Patienten, bei denen wir das Problem definitiv lösen wollen, ein bauchchirurgischer Eingriff die Therapie der Wahl ist. Dieser Eingriff kann entweder offenchirurgisch durchgeführt werden oder mit dem Da Vinci, also robotisch assistiert, laparoskopisch.